Wisst ihr, was mich auch echt nicht loslässt? Die lässt mich nicht los. Hat mir ein Zuschauer geschickt. Seitdem muss ich jeden Tag dran denken. Jeden Tag muss ich an die denken, Digga. Oh, Digga, ist das eine hübsche Uhr, ne? Die ist heftig, Digga. Preis? Also ich habe mal online ein bisschen geguckt. Die liegt bei so roundabout 45. Mindestens 15k. Du warst knapp dran, Digga. Die kriege ich nicht mehr aus meinem Kopf. Aber ich sag mal, die 32, die wir letztens onstream gewonnen haben, damit habe ich ja im Grunde für die Rolex, die ich mir vor einer Woche geholt habe, gar nichts bezahlt. Das ist die Uhr, die sich mein Kollege gekauft hat. Halt aber in Vollgold und mit grünem Ziffernblatt. Die Daytona halt, ne? Die finde ich schon ganz schick. Sagen wir es einfach mal so. Ich finde die ganz schick. Mal gucken. Gamescom, die jetzt hätten die doch geregelt. Ich bin glücklicherweise in der glücklichen Position. Habe ich gerade heute nochmal drüber nachgedacht, dass ich es nicht nötig habe, Gamescom-Deals mir notwendig zu klären, um in meinem Leben Geld zu haben oder finanziell ein Polster. Da bin ich zum Glück nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Also heißt nicht, dass ich kein Geld verdienen möchte, aber ich bin nicht mehr darauf angewiesen, diese Deals anzunehmen. Wenn ein guter Deal am Start ist und ich auf der Gamescom wäre, okay. Warum nicht Iced Out? Ja, Little Snoop Dogg, Digga, der Name sagt ja in dem Fall alles, ohne dich jetzt persönlich angreifen zu wollen, aber ich habe das schon mal erklärt. Guck mal, die meisten Iced Out Sachen, in den meisten Fällen, du bezahlst für eine Iced Out Uhr 50.000, 60.000, 70.000, aber die ganzen Brillanten, die da drauf sind, sind eigentlich gar nicht einzeln irgendwas wert. Das heißt, wenn du alle Brillanten, die da drauf sind, nicht immer, aber in den meisten Fällen, die da drauf sind, abmachen würdest und sie verkaufen würdest, würdest du dafür Peanuts bekommen. Das heißt, rein investitionstechnisch ist sich Iced Out Sachen zu holen völlig, also bringt nichts. Und Iced Out, hatte ich schon mal gesagt, finde ich, steht eigentlich auch nur schwarzen bzw. dunkelhäutigen Menschen. Quatsch ist das, Slowface. Mit Sicherheit gibt es auch Iced Out besetzte Sachen mit teureren brillanten Diamanten, aber ich habe ja gesagt, in den meisten Fällen, nicht immer. Die hat mir jetzt gerade einen Zuschauer reingeschickt hier. Muss ich sagen, finde ich wirklich nicht schön, Digga. Nicht meins. Nicht meins, Digga. Also die Uhren für sich ist schön, aber ich mag die Steine da drin. Ist nicht mein Geschmack. Also der Rotton ist nicht so mein Geschmack. Hast du die Submariner geholt? Keine Ahnung, was du meinst. Ich habe eine Submariner, aber das war meine erste Rolex. Und das war eine Submariner Vollgold in Navy Blau. Verkauf deine zwei Uhren und hol dir die grüne. Nee, Digi, das wäre ja dumm. Ist ja auch eine gewisse, naja, ich werde jetzt nicht sagen Wertanlage, weil Rolex, weißt du nicht, ob sie teurer jetzt wird in nächster Zeit. Gerade Vollgold ist immer schwierig. Du hast ja einen gewissen Wertbestand, wo du weißt, dass du die Uhr ungefähr immer in der Preiskategorie verkaufen kannst. Das heißt, es ist ja natürlich auch einfach Kapital dann. Und mir geht es ja nicht schlecht. Deswegen muss ich jetzt nicht verkaufen. Wenn ich irgendwann mal finanzielle Probleme haben sollte, was ja immer sein kann, dann wäre es natürlich eine Option, eine Uhr zu verkaufen. Oder zwei. Ja, ist ja nett, dass du das Haus da reinpostest. Von jemandem, der es da reingepostet hat. Aber erstens, es ist ziemlich dämlich aus meiner Sicht, Bruder, ein Haus reinzuposten, was eventuell für mich interessant sein könnte in den Chat, wo tausende von Leute selber raufklicken können. Also da erstmal nicht so der intelligente Move deinerseits. Und dann, also ich weiß es immer zu schätzen, wenn Leute mir Häuser empfehlen oder sagen jo, jo, jo. Aber dann im Idealfall nicht über einen Livestream-Chat. Und, das ist mir persönlich wichtig, dann auch einfach mal vielleicht nicht nur einfach reinposten, sondern einfach mal auch ein Looky-Looky machen und schauen. Und dann sieht man nämlich, dass das Haus, was du gerade reingepostet hast, da steht in der Überschrift repräsentatives Energiesparhaus vor den Toren Buxtehudes. Und da merkst du ja direkt schon, aha, vor den Toren Buxtehudes ist es nicht Buxtehude. Wie oft hat Monte gesagt, er wird in Buxtehude wohnen bleiben? Ah ja, und somit, auch wenn ich es trotzdem zu schätzen weiß, dann hat sich das auch schon wieder erledigt, Bruder. Weil ich das letzte Mal beim Lieferanten bestellt habe, oh, das ist noch gar nicht so lange her, aber meistens bestellen wir dann aus dem Café. Also so ich selber zu Hause, so einen Monat her, drei Wochen her ungefähr, würde ich jetzt so sagen, ich bestelle nicht mehr so oft. Ich gehe auswärts essen, aber bestellen tue ich nicht mehr so oft, ehrlicherweise. Weil ich es auch einfach überfressen habe. Muss ich gestehen. Bestellen habe ich einfach überfressen. Kein Hunger, direkt wieder bestellen. Bestell selten. Ab und an nochmal, also gut, also jetzt in letzter Zeit bestelle ich eigentlich fast jeden zweiten, dritten Tag bei meinem Kollegen Mehmet im Café. Bestelle ich mir irgendeine Kleinigkeit oder auch mal ein bisschen mehr, je nachdem. Wir haben ja einen Kommentar, das ist interessant. Shadow schreibt, no hate, aber momentan geht es hier nur noch um Geld, teure Uhren, Lambo, Luxus, 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 Problem. Vielleicht ist auch Neid, der einfach kommt, wenn man jedes Mal mit sowas konfrontiert wird. Du warst mal anders, du warst mal einer von uns. Geld haben ist was Schönes und du hast es dir auch verdient, keine Frage. Und damit permanent zu protzen, naja, finde ich halt schade. Gehe ich gleich mal drauf ein, okay? Also,
Ich finde es eigentlich, also erstmal finde ich korrekt, dass du auch selbst reflektierst und sagst, könnte auch Neid sein. Ich will dir Neid gar nicht unterstellen, aber ich finde, man muss schon differenzieren zwischen Protzen und Angeben. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, auch gerade auf Uhren, Auto bezogen. Ich habe noch nie damit rumgeprotzt. Es gehört zu meinem Leben dazu. Ich habe mir etwas gegönnt und teile es mit meiner Community. Aber angeben oder protzen ist für mich, also Meinungen sind verschieden, aber für mich ist das komplett was anderes, was du hier sagst, was ich mache. Das ist für mich was anderes. Ich zeige, was ich habe, reflektiere das offen an meine Community. Protzen ist für mich, Bruder, muss ich dir ehrlich sagen, was anderes. Weil protzen wäre für mich, wenn ich sage, ey Jungs, ich habe so viel Geld und ich bin was Besseres. Also das wäre nicht nur protzen, das wäre angeben. Also richtig ekliges Angeben. Aber protzen ist, wie gesagt, für mich persönlich etwas anderes. Aber Digga, darüber reden ist indirekt auch protzen. Bin ich komplett anderer Meinung. Wenn ich euch von meinem Lambo erzähle, dann ist es doch kein Protzen. Also vielleicht sehe ich es auch völlig verkehrt. Aber das ist doch dann völlig das Gegenteil vom Protzen. Also googelt doch mal Protzen, was das bedeutet. Der Begriff Protzen, für was das steht. Und wenn ich euch erzähle, ey, ich habe mein Lambo geholt, dann ist das für mich ganz persönlich kein Protzen. Guck mal, ich nenne noch mal euch ein gutes Beispiel. Wenn ich euch zeige, was ich für ein geiles neues Zockerzimmer habe, für einen geilen PC, mein neues Aquarium, neue Monitore, dann wird das von... Sagen wir mal so, dann wäre es von den Leuten, die mir jetzt unterstellen würden, ich würde protzen, wenn ich mir eine Rolex kaufe. Von den Leuten würde es akzeptiert werden, weil, oh ja, er zeigt uns sein neues Equipment. Dass ich dafür aber auch Unmengen an Geld bezahlt habe, das ist dann den Leuten egal. Aber sobald es dann um Sachen geht wie Rolex, Schmuck, teure Autos... Dann ist es, wird es direkt mit angeben Protzen verbunden, finde ich. Finde ich persönlich schade. Ich kann es aber auch niemandem verübeln so, weil jeder kann natürlich sagen, was er möchte. Aber ich bleib dabei, das ist, wie gesagt, Meinungen sind unterschiedlich. Ich bleib dabei, das, was ich euch hier erzähle, ist für meine Verhältnisse kein Protzen. Von deinem Zimmer kannst du dir locker eine Rolex holen, ja, oder auch zwei, Digga. Wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, das ist jetzt kein Protzen, Achtung, für das Aquarium, was ich hinter mir habe, habe ich insgesamt bestimmt schon 20.000 bezahlt. Aber da sagt niemand, das sieht man ja die ganze Zeit im Hintergrund, du protzt damit ja. Dann, das ist wieder okay. Inklusive Fischen, ja, insgesamt, roundabout. Für die Korallen, für Pflege auch schon in der Vergangenheit. Insgesamt habe ich da bestimmt 20 Mille reingesteckt. Also wie gesagt, ich finde es persönlich schade, wenn Leute das so aufnehmen, wenn ich eine Rolex mir kaufe und sie zeige, dass es dann für die protzen ist. Aber ich kann es nicht verhindern, dass Leute das so sehen und ich werde mein Verhalten auch weitestgehend nicht verändern, weil es für mich halt das Gegenteil ist. Ich teile die Sachen, die ich mir gekauft habe, öffentlich mit meiner Community. Ich könnte natürlich auch keine Videos machen und sagen, ich habe mir eine Wohnung gekauft oder eine Rolex und dann am Ende sagen, yo, ich habe auch nicht so viel Geld, wie es viele andere machen. Das kann jeder für sich entscheiden, wie er es machen möchte. Ich bin einfach ein offener Typ schon immer gewesen auf YouTube und habe halt auch immer, egal ob jetzt finanziell gesehen, wenn ich mir etwas gekauft habe oder auch nicht, andere sagen, immer eigentlich alles offen kommuniziert. Und deswegen werde ich es weiterhin auch so machen, wenn sich dadurch Leute ein bisschen getriggert fühlen, beziehungsweise vielleicht auch neidisch sind oder es halt einfach nur so als Protzen empfinden. Dann finde ich schade, aber bin eigentlich doch ein recht reflektierter Typ. Das heißt, wenn ich merke, okay, das kommt irgendwie nicht so geil, wie du das gemacht hast, überdenk das nochmal. Aber da bin ich mir eigentlich ziemlich selbstsicher und selbstbewusst, dass ich mir sage, nee, Marcel, da hast du eigentlich viel verkehrt gemacht. Neidisch bin ich definitiv, gönne es dir aber. Man muss ja auch Neid definieren können. Ich bin auf viele Sachen auch neidisch, Digga. Ich bin auf Orange Morange neidisch, nur als Beispiel, dass er auf einer einsamen Insel lebt, gefühlt. Und da sein Leben lebt, Digga. Aber nicht neidisch im Sinne, dass ich es ihm nicht gönne. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt ja verschiedene Arten von Neid. Für mich ist Protzen, wenn jemand mit dem, was er hat, extremst angeht und sagt, guck mal hier, das hat 100.000 gekostet. Guck mal hier, bla, habe ich mir gegönnt. Hier 10.000 in der Hand, hier 30.000 in der Hand. Guck mal, was ich alles Geiles habe. So, das ist für mich dann Protzen. Wenn ich jetzt die Rolex in die Kamera halten würde und sagen würde, guck mal hier, habe ich 100.000 für bezahlt. Heftig, oder? Das ist Protzen. Geldstapel auf Instagram posten ist Protzen. Wenn du das so siehst, dann ist das in Ordnung, Digga. Ich sehe das nicht als Protzen, wenn ich ein bisschen Geld in der Hand poste. Wer hochfliegt, fällt tief. Ich denke, das hat jeder selber auch nochmal ein bisschen in der Hand. Ich will mal so sagen, es ist nicht das beste Beispiel, aber siehe KS-Freak und Krappi, die halt einfach ohne groß zu nachzudenken ihr Leben gelebt haben und auf Steuern alles geschissen haben. Dann hatten sie noch das Pech, dass sie verarscht worden sind. Da würde ich sagen, ist ein bisschen Sprichwort drinne von dem, was du gerade gesagt hast. Aber na klar, Digga, wenn du in einem Jahr, keine Ahnung, 1 Million verdienst, aber dir für 1 Million
Drogen, Autos, Nutten bestellst und dann demnächst ja kein Geld mehr verdienst, dann passt das Sprichwort, ja, würde ich sagen.